Am Rednerpult steht bereits Peter Wurm von den Freiheitlichen. Hohes Haus, werte Zuseher zu Hause. Ja, Herr Kollege Stöger, Ex-Sozialminister, darf heute schon einiges noch klarstellen. Einmal zuerst zum Start. Wir haben also gemeinsam auch mit der ÖVP die letzten 1,5 Jahre extrem viel im Sozialbereich und für die Menschen weitergebracht. Und das sollte man auch einmal klarstellen. Und auch heute, das Steuerpaket, das wir beschließen, bietet auch wieder sehr viele soziale Verbesserungen für ganz Österreich und für viele Österreicher. Und das verdient einmal einen Applaus zwischendurch. Auch von der ÖVP. Was wir heute aber auch beschließen werden und wo wir zustimmen und was, glaube ich, auch ausschließlich uns zu verdanken ist als freiheitlichen Partei, weil Sie haben es in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Sozialdemokratie in Regierungsverantwortung nie zusammengebracht. Das sind ganz entscheidende Dinge. Wir werden also die Abschläge bei Nacht- und Schwerarbeitern abschaffen. Haben Sie über Jahre und Jahrzehnte nicht zusammengebracht, liebe Sozialdemokratie. Wir werden heute zustimmen, weil wir es auch schon gefordert haben. 45 Jahre sind genug. 45 Jahre Arbeit muss für die Regelpension ohne Abschläge genügen. Und auch da, liebe Sozialdemokratie, das haben Sie in Jahrzehnten nicht zusammengebracht. Das haben Sie in Jahrzehnten nicht zusammengebracht. Und es freut mich, dass Sie jetzt am Abend fleißig werden, aber die Arbeiter und Angestellten in Österreich wissen sehr wohl, wem sie diese Entwicklungen zu verdanken haben. Und das sind die Freiheitlichen und sonst niemand. Und wir werden heute eine langjährige Forderung von uns Freiheitlichen, da hat, glaube ich, die Kollegin Balakowicz, der Kollege Neubauer schon eingebracht, vor vielen Jahren die gesetzliche Absicherung des 13. und 14. heute auch abstimmen. Und auch hier noch einmal eine Geschichte, die Sie auch über Jahre und Jahrzehnte versäumt haben und den Österreichern nicht garantieren konnten. Wir werden es heute garantieren. Und das ist wichtig, weil der 13. und 14. im Kollektivvertrag geregelt ist. Und Kollektivverträge, wie Sie selber wissen, werden auch verändert, kann man verändern, sind also keine gesetzliche Garantie. Und es gibt nur nebenbei erwähnt natürlich auch einige Branchen, die keinen Kollektivvertrag haben und keinen 13. und 14. garantiert haben. Grundsätzlich noch einmal, der 13. und 14. hat in Österreich wirklich Tradition, ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen brauchen den 13. und 14., um ihre Lebenshaltungskosten zu decken, brauchen es aber auch, um teilweise Verbindlichkeiten oder Schulden abzudecken und brauchen es auch, und das ist ja damals auch die Idee der Erfindung gewesen, auch um zumindest ein- oder zweimal im Jahr auch einen verdienten Urlaub finanzieren zu können. Und das wollen wir den österreichischen Arbeitnehmern heute garantieren. Und das ist ausschließlich der FPÖ, den Freiheitlichen zu verdanken und sonst niemanden. Ein Spezialthema, wo ich selber schon die letzten Jahre einige Male gesprochen habe und wo ich schon in dem Fall auch die ÖVP, aber die Sozialdemokratie, aber auch die Grünen, die ja nicht mehr im Parlament sind, wahrscheinlich kommen. Wir haben damals versucht, die Sonderpensionen, die sogenannten Luxuspensionen abzuschaffen. Und wir sind hier im Plenum leider Gottes gescheitert an einer gemeinsamen Ablehnung von ÖVP, SPÖ und Grünen. Ich kann mich noch sehr gut an die Kollegin Schwentner von den Grünen erinnern, die das dann auch noch versucht hat, weil es eine Zweidrittelmaterie, ihren Grünwählern zu erklären. Sie haben dann Gott sei Dank 2017 die Rechnung präsentiert bekommen, auch die Grünen. Bin schon gespannt, wie Sie das den Wählern jetzt erklären wollen, weil auch hier diese Abschaffung der Luxuspensionen, es gibt in Österreich laut Professor Marien rund 40.000 Luxuspensionisten, die also Pensionen monatlich von 10.000 Euro und mehr haben. Einige Luxuspensionisten sitzen ja auch hier im Haus, federführend, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Wohnbaugenossenschaften, Stadt Wien, Land Tirol, Beamte. Also da gibt es einige zum Aufzählen. Und das war eine Erbpacht und ist bis heute eine Erbpacht
der alten schwarzen ÖVP und der alten roten SPÖ. Doppelt freut es mich, dass heute offensichtlich die SPÖ hier mitgeht und zumindest auch bereit ist, diese Luxuspensionen endlich abzuschaffen. Weil, der Kollege Neubauer hat es erklärt, bei einer Durchschnittspension von knapp über 1.000 Euro im Monat und 1,4 Millionen Mindestpensionisten unter 1.000 Euro Pension im Monat kann man es den Österreichern nicht zumuten, dass wir 40.000 Luxuspensionisten haben, die 10.000 Euro und mehr verdienen. Und auch hier noch einmal, wen hat das Österreich zu verdanken? Natürlich der FPÖ, den Freiheitlichen. Ganz klar. Und deshalb werden auch sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, Arbeitnehmer am 29. auch bei der FPÖ ihr Kreuz machen. Abschließend darf ich einen Entschließungsantrag einbringen, und zwar einen gesamtänderten Abänderungsantrag. Darf ich? Bitte. Brauche ich doch die Brille. Der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakovic, Josef Muchic, Werner Neubauer und weitere Abgeordneten betreffen Sonderpensionsprivilegien. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich einen Bericht über derzeit im staatlichen und halbstaatlichen Bereich bestehende Sonderpensionsprivilegien, also Pensionszahlungen, die nicht in angemessener Relation zu einbezahlten Beiträgen stehen, zuzuleiten. Danke. 45 Jahre Arbeit sollten für die Regelpension ohne Abschläge genügen, betont Peter Wurm von den Freiheitlichen.